Warte mal, was? Was hat er hier gebaut? Also. Ich bin mal wieder auf Durchrasten und ich habe einen Plot gefunden. Und das Plot ist jetzt nicht besonders groß, es ist einfach ein normales Dirthaus. So, und hier sind Schilder wie, ich habe Sachen, die du haben kannst, wenn du wollen. Einfach anschreiben und du bekommst Sachen günstig von mir für deine Familie auf Durchrasten. Also, dieser User will uns mitteilen, dass er wohl teure Sachen hat und die auf Durchrasten günstig verkaufen will. So, ja, man kann das so oder so sehen, es gibt auch Milliardäre oder Millionäre, sage ich mal lieber, die auf Durchrasten relativ billige Sachen anbieten, aber da das hier nur ein Dirthaus ist, habe ich gedacht, das kann echt ziemlich interessant werden und wir schauen uns das einfach mal an. Gerade, weil dieser User echt nicht lange auf Durchrasten spielt, ich habe mal geschaut, er spielt so seit 4,5 Wochen nur, also das ist halt echt nicht wirklich viel, also es geht halt noch, ne? Es ist ein Monat, kann man so sagen, klar. Aber dafür, dass er nur ein Dirthaus hat, ist das, naja, ne? Ich weiß nicht, ob er durchgehend in der Zeit gespielt hat oder nur zwischendurch online war. Ich weiß nur, dass er da das erste Mal connected ist. Aber ich würde sagen, wir schreiben ihn einfach mal an. MSG, hey, was geht? Yo, alles fit bei dir? Ja, und bei dir? Auch, danke der Nachfrage. Du spielst nicht lange auf Durchrasten, oder? Also, wir können da mal nachgucken. PH... 2. Es ist halt echt sein erstes Plot und das, also wirklich, ich bin jeden City Build durchgegangen, also City Build 2 bin ich durchgegangen und sogar noch Creative und das ist das einzige Plot, was er auf Durchrasten besitzt. Das ist nämlich das ist schon so ein bisschen weird, dass man wirklich ein Plot nur hat auf ganz Durchrasten, aber das Plot ist ein Dirt House und er sagt, er verkauft teure Items, so was man halt vielleicht nicht unbedingt glauben kann. Naja, nicht unbedingt, aber das ist doch nicht so wichtig, oder? Jo, richtig. Ich habe hier mal deine Schilder gelesen und du verkaufst billige, teure Sachen. Sagt man das so, du verkaufst billige, teure Sachen? Man hätte das auch anders formulieren können, denke ich mal, aber naja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Er versteht das schon hoffentlich, sonst wäre ziemlich doof. Das ist eine relativ friedliche Gegend hier, muss man sagen. Hier sind viele Plots frei. Ein paar Nachbarn hat er. Ganz nice auf jeden Fall. Ach so, ja, tue ich. Das hört sich doch interessant an. Hab mich schon gewundert, warum du mich anschreibst. Naja, wegen den Schildern. Okay, den Schildern halt, ne? Was hast du denn so im Angebot? Was schwebt dir denn vor? Was brauchst du? Naja, so Beacons und, okay, und Spawner wären schon, nice. Ja, das, also so Beacons und Spawner für einen günstigen Preis, warum nicht? Passt, ich habe beides. Das hört sich nice an. Hast du nur dieses... Dirt House? Also wenn du nur dieses Dirt House hast, dann wäre das schon ein bisschen weird. Ich meine, wir haben auch einen relativ normalen Skin, sage ich mal. Aber dass er nur dieses Dirt House hat, ist schon verwunderlich. Oder was Leute? Okay. Da geht's, glaube ich, noch runter. Oder es ist einfach Lava, die da ist. Keine Ahnung. Offiziell schon. Okay, was möchtest du denn für einen Beacon haben? 120k, also wartet mal. Ihr wisst, ein Beacon ist derzeit 200k auf Durchrastenwert. Also der Wert ist echt deutlich gestiegen, muss ich sagen, was ganz geil ist. Aber 120k ist schon ein bisschen billig, ne? Und für einen Spawner, ich weiß gerade gar nicht, was ein Spawner wert ist, aber der geht schon im Millionenbereich auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt. Okay, ich bin geflogen. Ich hoffe, er hat das jetzt nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ist der überhaupt hier beim Plot? Also keine Ahnung. Aber ich hoffe, er hat es nicht mitbekommen. Hat der das da drin? Nee. Okay. Der Typi, der ist wahrscheinlich auch ein Anfänger und baut da seinen Plot einfach so. Okay. 900k für einen Spawner? Okay. Das ist schon echt billig, muss ich sagen. Das geht ja voll fit. Wieso verkaufst du die so günstig, wenn ich fragen darf? Also, muss ja einen Grund haben, weshalb er die so günstig verkauft. Entweder hört er auf Durchrasten zu spielen oder was weiß ich, woher er die hat. Also irgendwie, ja, muss ja einen Sinn ergeben. So kann ja nicht sein, dass er auf einmal sagt, yo, ich verkaufe so und so, das billig, das billig, das billig. Aber insgeheim sind die Dinger viel mehr wert und er könnte viel mehr da rausholen. Das ist halt echt das Interessante dabei. Ein guter Händler verrät seine Geheimnisse nicht. Okay,
Darf ich mal in dein Dirt House rein? Weil ich will wissen, was das da hinten ist. Also ich meine, das kann Lava sein, klar. Aber es kann auch ein Weg nach unten sein, das weiß ich nicht. Es sei denn, du lässt was springen. Was meinst du? Also ich würde mal sagen, in der Zwischenzeit besorge ich mir ein bisschen Geld und dann sehen wir uns auch sofort wieder. Dann könnte ich dir mein Geheimnis verraten. Okay. Ja, okay, wir haben gerade 5 Millionen auf meinem Konto, damit ihr Bescheid wisst. Aber jetzt will ich kurz wissen, okay. Okay, das ist Glowstone. Okay, lol, okay, ja. Okay, ich paye jetzt einfach mal, 5000 hier. Hä, wo bin ich? Ich bin vor seinem Haus. Vor deinem Haus. Drück mal F3A. Da müsste es eigentlich gehen. Ja, F3A war's. Okay. Okay, ja. Ach da, lol. Okay, perfekt. Also, ich habe dir 5k gegeben. Jetzt erzähl mal so ein bisschen. Ich habe mir einfach einen Client geholt, der nicht ganz so legal ist. Okay, und der Client kann dir Items geben, oder wie soll ich das sehen? Hier ist sogar noch der andere User. Okay, na, was geht? Also ihr müsst wissen, wenn das wirklich ein Hackclient ist, womit man sich Items geben kann, sobald dieses Video hier raus ist, ist das nicht mehr möglich und der Bug ist bereits gefixt. Aber ich bezweifle, dass es so gemacht worden ist. Nicht immer ist ein bisschen schwierig, aber ja, okay. Dann möchte ich gerne, was sagen wir mal, 5 Beacons und einen Spawner. So. Ist das möglich? Ist das dein Freund da? Nein, okay. Nicht, dass er denkt, das wäre echt mein Freund hier auf Durchrast. Das wäre schon ein bisschen weird. Okay, ja, lässt sich einrichten. Komm mit, okay. Warte mal. Was macht er da? Hä? Als ob das wirklich ein Raum war. Okay, ich gehe jetzt einfach mal. Warte mal, was? Was hat er hier gebaut? Also, stopp mal, warte mal. Jetzt alles voller Beacons, Dracheneier und Spawner. Schalker-Kisten. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel wert, aber trotzdem. Also, ich gehe hier von den Blöcken hier. Woher hat er die Items? Also, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder ist es wirklich ein Hacker. Oder, zweite Option, das ist ein reicher Spieler mit einem anderen Account. Das würde ich sagen, würde ich mehr denken. Sagen wir 1,4 Mio. Okay, ich paye das jetzt mal. Pay 1, so, zack, eben so. So, 1,4 Millionen. Also, jetzt bin ich gespannt. Also, ich denke mal, also safe bekommen wir die Items. Also, nee, hast du eine Picke? Ja, irgendwie schon. Enchant, Effizienz 5. Bitteschön. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also, es gibt ja schon viele Hacker mit kranken Tresoren und sowas. Aber, dass er sagt, er hat ein Hackline. Aber ich glaube tatsächlich eher, dass es so ist, dass, dass ein reicher Spieler mit Undercover-Account ist und so ein paar Sachen entweder loswerden will oder sowas. Das könnte ich tatsächlich mehr glauben als ich bin ein Hacker und habe ein Hackclient. Aber er weiß, dass man keinen Spawner abbauen kann, oder? Ja, okay. Wir haben zwei. Haben wir nicht mehr gesagt? Ja, okay. Warte mal, wie viel haben wir denn gesagt? Da steht doch hier. Ja, hier. 5 Beacons. Wir haben 2. Okay, ja. Ziemlich interessant auf jeden Fall. Also er baut da auf jeden Fall noch Beacons gerade ab. Ja. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll, weil ich kann ja irgendwie nicht, nicht nachgucken, ob, also, es ist echt schwierig gerade in dieser Situation. Okay, jetzt droppt er uns auch die restlichen. Okay, so, 5 Beacons, perfekt, nice. Danke. Mist, was los? Warte, ich habe keinen Spawner, den, ich droppen kann. Müsste einen cheaten, aber mein Client ist abgeschmiert. Okay, ja, passt schon. Okay, ich würde sagen, ich setze mich mal ganz kurz mit Nils und so auseinander und dann schaue ich mal ganz kurz nach, ob er wirklich einen Hackclient hat. Also wir kriegen ja Fehlermeldungen auf Durchrasten, wenn jemand einen Hackclient benutzt. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann sofort wieder. So, ich bin wieder da und habe mich mit Nils nochmal auseinandergesetzt bezüglich des Users. Und was man sagen kann,
es wurde keine Fehlermeldung rausgeworfen und wir haben wirklich nach langer Überlegungen wissen wir, dass das wirklich ein Undercover-Account von einem reichen Spieler ist. Heißt, er hat uns einfach komplett verarscht und er hat uns auch geschrieben, gebe dir etwas Geld wieder, habt ihr 500k gegeben. Okay, also, es ist wirklich ein Spieler, der reich ist, aber mit Undercover-Account und die Sachen so günstig verkauft. Also, wenn du das Video hier siehst, schreib mich mal an und sag mal, warum du das machst. Den Sinn dahinter verstehe ich nicht ganz, weil du das ja, okay, wir sind wieder geflogen, weil du das ja eigentlich teurer verkaufen könntest. Das ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich meine, jetzt können wir auch fliegen, jetzt ist das eh irrelevant. Aber wie gesagt, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Auf jeden Fall ziemlich interessant. Noch irgendwas? Nein, danke. Danke für die Beacons. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch zu einem neuen Video morgen wieder oder auf Durchrasten. Bis dahin, behalte mein Geheimnis für dich. Bis dann, ciao.